Tal bei Tempe, zwei Bäume, ein Felsen, hinten eine Felsenspalte. Der Ort hier, das Staatsratsgebäude der DDR. Heute beherbergt es zum Teil die European School of Management and Technology. Das Haus 62-64 erbaut, diente dem höchsten Staatsorgan der DDR als Amtssitz. Vielleicht kein schlechter Ort, um das Stück ein bisschen vorzustellen. Office in der Unterwelt, Operette für Schauspieler, geschrieben 1994, aufgeführt 1998 in Bitterfeld, geschrieben eigentlich fürs Deutsche Theater damals. Seither weniger Aufführungen. Der Mythos Orpheus, Eurydike, Orpheus verliert seine geliebte Eurydike an die Unterwelt durch einen Schlangenbiss. Er geht ihr hinterher und durch seine Musik, seine Kunst rührt er die Unterweltsgötter auf solche Weise, dass sie Eurydike wieder herausgeben, aber unter der Bedingung, dass er sich nicht nach ihr umsieht. Er tut es doch aus Sorge um sie und verliert sie wieder an die Unterwelt. Dieses Sujet, die Geschichte von Orpheus und Eurydike, geht dann eigentlich durch die Kunstgeschichte. Sie steht am Beginn der Oper bei Peri, bei Monteverdi und auch bei Gluck. Bei Gluck endet die Geschichte gut, weil Eros Eurydike dann doch rettet. Bei Offenbach wird die Liebe suspendiert. Es ist die öffentliche Meinung, die den Orpheus erst dazu antreibt, sich um seine gestorbene Gattin zu kümmern und bei Jupiter zu bitten. Hax wählt Offenbachs Operette für seine Bearbeitung 1994. Dabei führt er wieder die Liebe ein. Das ist die große Änderung zu Offenbach. Liebe sowohl als Verhältnis und als Verhalten zwischen den Helden, Orpheus Eurydike, als auch als allegorische Figur in Gestalt des Cupido. Wie gelingt es ihm nun, dass er dennoch die Gattung Operette hält und dass es nicht zu einem Rührstück wird? Das geschieht auf mehrererlei Weise. Zum einen erweist er sich als Mozart des Adaptierens, das ist ein Wort von Wolfgang Harich, und das zeigt sich also wirklich in der Verwendung der Musik und auch der Handlung, wie sie ihm von den Librettisten Offenbachs vorgegeben ist und wie er sie verwandelt. Zum anderen nimmt er die Liebe einerseits ernst, andererseits auch den Streit zwischen den beiden. Es ist also eine Beziehung, die widerspruchsreich ist und die sich erst tätig erweist im Verlauf der Handlung. Und schließlich unterstellt Hax der Unterwelt, dass sie also einen guten Leumund hat. Sie ist eigentlich überall beliebt und er kann sie praktisch so Stück für Stück sezierend entkleiden, die Unterwelt. Und je mehr sich unsere Zeit, unsere Welt, also er zeigt die Unterwelt als Jetztzeit, und je mehr sich unsere Zeit also immer wieder darstellt oder die Gesellschaft in Form, in der wir leben, als alternativlos, umso mehr wird eigentlich dieser Hohn und diese Klarheit brisant des Stücks. Je mehr wir also an den Indizien, die wir haben, feststellen, dass wir in der von Hax charakterisierten Unterwelt leben, desto mehr könnten wir dem Stück Hinweise entnehmen, wie dieser Unterwelt zu entkommen ist. Das passiert natürlich auf eine künstlerische Weise, wozu nicht gering die Musik beiträgt, die hier völlig erfrischt ist, weil sie eben einen anderen Text und in einem etwas anderen Zusammenhang gehoben ist. Aus all den Gründen ist das Stück zu empfehlen, dem Publikum zur Lektüre, aber den Theatern vor allem es auf die Bühnen zu bringen. Die Handlung ist vielleicht am besten zusammengefasst im Prolog, der dem Stück vorangestellt ist. Peter Hax, Orpheus in der Unterwelt, Operette für Schauspieler in drei Akten und einem Nachspiel. Erster Akt, Orchestervorspiel, vorm Vorhang, Prolog. Orpheus, Prinz, Musensohn und Sänger, lebt mit Eurydike als seinem Weib, im Körper, welcher Ehe sie den Leib, er den Verstand vertritt, es geht nicht enger.
Die trennen wäre, wie wenn Fleisch und Geist ein Höllenschicksal auseinanderreißt. Doch Mensch, gedenke, unter deinen Sohlen ist überall die Unterwelt zugegen. Auf deinen ältesten und liebsten Wegen kann sie sich immer auftun und dich holen. Eurydike, kurz nach den Flitterwochen, wird sie von Plutos Schlange abgestochen. Anhebt nun eine von den großen Sagen. Nicht, dass Eurydike zum Orkus fährt, dass Orpheus hinterhergeht, ist in Tagen wie diesen unseren berichtenswert. Der Gatte folgt der Gattin in die Grube und tritt dem Widersacher in die Stube. Fremdlebend unter fremden Teufeln vernimmt die Frau das liebe Lied, Glück dehnt das Herz, die Freudentränen träufeln. Es dauert manchmal lang, bis man sich wieder sieht. Sie fällt ihm an den Busen, frei von Reue, ein Hochgesang der ehrlichen Treue. Die Tonkunst Offenbachs, das hört ein jeder, führt bei besagtem Hochgesang die Feder. Doch wird das Ganze mehr als nur ein Jux. Wir wandeln ernstlich in den Spuren Glucks. Mein Urwort drauf, die Wende kann sich wenden. Was schlecht begann, es muss ja nicht schlecht enden.